auf! Du hast keine Chance! Verfolge bewaffneten Gegner! Werde sofort schießen! Roger. Fette ca. 1,80 groß, dunkles Haar, normaler Körperbau. Mister, ciao, Mister Scaletta. Was für kurz ein bisschen Joss für den Junge. Was ist das denn für ein Scheiß, Alter? Mr. Scaletta. Auf Wiedersehen, Mr. Scaletta.
Alter, ey, das ist doch unrealistisch. Tschüss. Ne? Wisst ihr was? Wir treffen uns gleich da, wenn ich da bin. Leo! Wie zur Hölle kommst du hier rein? Hau ab oder ich schieß dir ein zweites Loch in den Arsch! Leo, lass das! Ich bin's, Vito! Vito? Verdammt, was machst du hier? Du hättest vorher anrufen Leo, sollen! Leo, wir haben keine Zeit! Sie wollen dich aus dem Weg räumen! Du musst weg hier! Was? Komm rauf, Vito! Hier kriege ich kalte Füße! Willst du was trinken? Ob ich einen Drink will? Sag mal, hast du sie noch alle? Okay, was ist los? Hör zu, Falcone will dich ausknipsen. Die Jungs sind gleich hier, du musst abhauen. Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft, jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen, darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden, bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich habe meine Quellen. Wieso bist du nochmal hergekommen? Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden! Gott, hör auf zu quatschen, zieh dich an und lass uns abhauen! Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenne den Typen, ich habe ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich zieh mich an. Verdammt, so spät, sie sind da. Oh, scheiße, Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken, schnell! In alle Sekunden so geschafft. Wir
müssen in den Hinterhof kommen. Wir brauchen nur ein Seil oder sowas. Holen wir ein paar Laken aus der Waschküche. Wo ist denn die Waschküche? Los, komm, Vito. Du hast gesagt, wir haben nicht viel Zeit. Die Laken. Okay, los geht's. Fest zusammenknoten. Gut, du zuerst, Leo. Verdammt! Leo. Ich bin zu alt für so einen Scheiß. Nicht so laut. Wenn dieser Kerl los mich nicht jetzt ins Grab bringt, dann du mit deinen blöden Einfällen. Und was machst du jetzt? Tja, hauen wir ab. Kann man nichts gegen sagen. Verfluchte Scheiße! Okay, Vito. Würdest du mich jetzt zum Bahnhof bringen? Diese Stadt war immer gut zu mir, aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Willst du etwa im Schlafanzug los? Worauf du einen lassen kannst. Ich bin lieber lebendig im Pyjama als tot im Smoothie. Fahrerflucht. Verfolgung aufgenommen. Wirst du Frank erzählen, was passiert ist? Aber natürlich, keine Sorge. Ich werde deinen Namen nicht erwähnen. Du hast schon genug Sorgen. Mit dem Fahrstil bringen sie noch jemanden um. Das gibt einen Strafzettel. Das ist gut angelegt. Tu dir selbst einen Gefallen und lass das in Zukunft. Danke, Leo. Die ganze Sache ist urplötzlich kompliziert geworden. Verstehst du? Natürlich, Victor. Was hast du erwartet? Du fährst den Eid, ziehst deinen schicken Anzug an und dann ist alles eine große Party? Carlo war schon immer ein verlogener Hurensohn. Sogar für jemanden aus der Branche. Ich habe Frank schon vor Jahren vor ihm gewarnt. Und was machst du jetzt? Ich verschwinde und lasse den Dingen ihren Lauf. Ich nehme den ersten Zug nach Last Heaven. Ich rufe ein paar Leute an und kläre meine Angelegenheiten. Dann fahre ich zum Flughafen und fliege irgendwo hin, wo es warm ist. Morgen um diese Zeit liege ich irgendwo am Strand und trinke einen von diesen Fruchtdrinks mit einem Schirmchen drin. Eins ist klar, wenn Carlo mich tot sehen will, dann sollte ich nicht hierbleiben. Das wäre eine Einbahnstraße ins Leichenschauhaus. Ist das nicht übertrieben? Nein, ich wollte mich sowieso zur Ruhe setzen. Wenn du in meinem Alter bist, erscheinen all diese Auseinandersetzungen irgendwann sinnlos. Frank wird sich nie ändern. Er ist ein Streithammel. Heutzutage hört er nur noch auf die jungen Hitzköpfe, weil sie ihm sagen, was er hören will. Wenn er hinter Carlo her ist, kann er das auch ohne mich. Es tut mir leid, dass ich dich in diesen Schlamassel mit hineingezogen habe. Okay, hier ist es. Danke für alles, Vito. Versprich mir einfach, dass du nie wieder etwas so Dummes machst wie heute. Deinen Hals zu riskieren, nur damit ein alter Mann noch ein paar Jahre mehr hat. Versprochen, das nächste Mal sehe ich zu, wie sie dich abknallen. Hab noch ein schönes Leben, alter Mann. Nein, erstmal hier. So. Hey Vito, womit kann ich dienen? Das
Such dir eine Farbe aus. Danke, Vito. War mir ein Vergnügen. Franny, was machst du denn hier? Vito, was soll ich nur tun? Ich kann nicht nach Hause. Ich will ihn nie wiedersehen. Was ist passiert? Wen denn? Eric. Dein Mann? Wieso? Er trinkt, feiert dauernd wilde Partys und er... Schlägt er dich? Nein, aber er hat eine andere irgendwo, ich weiß es. Ob er dich schlägt? Manchmal. Diesen Dreckskerl poliere ich die Fresse. Nein, Vito, bitte tu ihm nichts. Ich dachte, du könntest mit ihm reden. Auf dich wird er hören. Wo ist er? Ich weiß nicht. Er hat einen Freund in der River Street. Okay, normalerweise ist er alles dort. Alles wird gut. Hör mir zu. Wenn es dir besser geht, gehst du nach Hause. Ich rede mit Eric. Wenn er sich nicht heute noch bei dir entschuldigt, ruf mich an. Aber der kommt. Gut, Vito. Aber bitte tu ihm nichts, bitte. Keine Sorge. Ich pack ihn schon nicht so hart an. Ja. Riech nur, Kopf ab. Und so pissen, das gibt's doch gar nicht. Nein. Der Morgen hat's ja auch schon wieder geregnet bei mir. Pass gefälligst auf! Scheiße. Nicht die Morgen, nicht die Fressen. Ich will ja wieder einen Ball einschlagen. Tut mir leid, Sir. Eric,
Scheiß auf Eric. Zieh dir was rein, Mann. Eric. Scheiße, was hast du hier verloren? Ich hab zu tun. Klar? Hau ab. Kümmere dich lieber um deine Frau, du Arschloch. Ich zeig's dir. Du schlägst keine Frau. Das war nur eine gut gemeinte Warnung. Wenn du meine Schwester nochmal schlägst, bring ich dich um. Verstanden? Ja. Ab sofort bleibst du zu Hause. Kein Dope mehr. Du hörst auf zu saufen und sorgst dafür, dass sie glücklich ist. Denn wenn ich je erfahre, dass sie es nicht ist, dann finde ich dich. Und dann kannst du dein Testament machen. Ist das klar? Ja. Okay, Herrschaften, die Party ist vorbei. Und mein Schwager braucht ihr in Zukunft erst gar nicht mehr einzuladen. Außer ihr wollt, dass ich wiederkomme und dasselbe mit euch mache, klar? Natürlich. Schade. Es hat keine Waffen erlaubt. Willkommen, mein Damen und Herren. Eine Prügelei. Er treibt sich auch mit schrägen Typen rum. Er hat sich für alles entschuldigt, Vito. Er hat versprochen, mich gut zu behandeln. Jetzt ist alles wieder gut. Also lässt du ihn in Ruhe, ja? Na klar, sicher. Aber falls er dich nochmal anrührt, ist er tot. Wenn du dich hören könntest, Vito. Ich kenne dich gar nicht mehr. Hör zu. Lass uns einfach in Frieden, ja? Lass dich nicht mehr blicken. Okay. Und ich war Finn, ne? Nein. Fackel die Bude ab! Mach schon! Brenn, du Ithaka-Arsch! Brenn! Mein Haus! Scheiße! Oh, jetzt.
ich doch mal an. Männliche Person, weiß, mit schwerer Schusswaffe. Stehen bleiben! Halt! Alles klar. Der Verdächtige... Verstanden. Verfolge bewaffneten Täter. Werde sofort schießen. Alles klar. Können wir schon nicht fliegen. Ja, okay, was mache ich jetzt, ey? Wo ist denn Joe? Joe, was? Ohne Witze. Fackel die Bude ab! Mach schon! Brenn, du Kackerarsch! Brenne! Mein Haus! Scheiße! Ugh!
Schwulen machen nichts oder so, ne? Hey, Junge, Alter, Hurensohn. Fackel die Bude ab! Mach schon! Brenn, du Ithaka-Arsch! Brenn! Mein Haus! Scheiße! Ugh!